gab Fußball vom Allerfeinsten. Es gab Kunst, ich glaube, es gab keine größere Kunststadt wie Köln. Toni Schumacher ist ja sogar porträtiert worden von Andy Warhol. Ein Stück deutsche Kunstgeschichte, kann man sagen. Ne? Wie kann ich dazu, Kunst zu sammeln? Für mich auch total überraschend. Hier war die Hölle los. Das war der Inn von ganz Deutschland. Man traf sich abends dann irgendwie in Diskotheken bis morgens um 5 Uhr und trank da ein. Kenneth Weisweiler hatte überall seine Späher in der Stadt. Und sagte, Freunde von mir hat dich gesehen heute Nacht mit 2 Frauen und eine Flasche Whisky. Ich sage, das ist nicht wahr, Herr Weisweiler. Das war kein Whisky, das war Wodka. Der letzte Spieltag in Hamburg bei St. Pauli musste die endgültige Entscheidung bringen. Die Paulianer haben gekämpft und gekratzt und gebissen. Nach einer guten halben Stunde, da stand 4-0 für Gladbach, wäre Gladbach vor uns gewesen, wäre Meister geworden. Hinter meinem Tor stand Olm im Transistorradio, der sagte mir immer, ja 7-0 und 8-0. 9 Tore, ist das reell? Verarschen die uns, was ist das da für eine Schiebung da? Weiter, weiter! Und dann irgendwann ist ja auch der Knoten geplatzt. Feiern.